Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute und herzlich willkommen zurück, ne? Bei mir. Entscheidend, der bei der Goblin-Festung offenbar gegen Ostanis wieder kämpft. Gah, was soll der Unsinn? Lass mich frei, ihr garstigen Biester! Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin Ostanis vom alten Orden der Alchemisten. Macht ihm fertig, Jungs. Wie es aussieht, haben die Goblins ihn bereits geschnappt. Geschieht ihm recht. Was geht hier vor sich? Ist dieser Kerl allein gefangen genommen worden? Wer ist er überhaupt? Ist ein Mitglied eines alten Ordens von Alchemisten. Sie scheinen aus irgendeinem Grund Chaos in unserer Zuflucht stiften zu wollen. Ein Alchemist? In unserer Zuflucht? Ich habe Geschichten über sie gehört, aber ich hatte keine Ahnung, dass es sie noch gibt. Nun, wir sollten ihnen lieber erstmal in Ketten legen und die Einzelheiten danach klären. Keine Sorge wegen dieser Goblins. Auf einen ranghohen Monsterhüter wie mich werden sie hören. Wir stecken den Kerl in eine Gefängniszelle des Festungsdungeons. Du solltest später dort vorbeikommen. Zuerst musst du dich um diesen Goblin-König kümmern. Goblins lassen nicht vernünftig mit sich reden, deswegen wirst du ihn auf die Alpmondschart erledigen müssen. Ich hätte das nur zu gerne selbst gemacht, aber die Pflicht geht vor. Und ich wäre dir als Anfänger ein schlechtes Beispiel, wenn ich meine eigenen Pflichten vernachlässigen würde. In Ordnung, wir sehen uns später. Goblins, bring mir diesen Verbrecher dorthin, wo er hingehört. Ich kann hinter dieser Tür ein sehr mächtiges Monster spüren. Das muss der Goblin-König sein. Erledigen wir ihn. Schlüssel habe ich. Wir können ihn uns ja nochmal kurz einmal in groß anschauen. Dann habe ich ihn auch besser fürs Thumbnail. Also ich sehe einen Bogenschützen und einen Schamanen. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Boss noch Untertanen bei sich hat. Okay, der ist im Nahkampf halt schwach, ne? Das heißt, Sven und Sunny müssen auf jeden Fall kämpfen. Zip, auf keinen Fall. Dave ist unbrauchbar, außer man will hier auf Tank gehen. Ja, dann gebe ich mir einfach jede Runde noch einen Verteidigungsbooster. Erstmal den Schild. So, dann kann ich jetzt Kraft benutzen. So, und wen von euch mache ich zuerst fertig? Am besten die kleineren, ne? Damit die nicht zum Angriff kommen. Ah, der Bogenschütze macht Drogen. Der andere kanalisieren. Ja, die müssen auf jeden Fall als erstes weg. Der benutzt Schnitt. Okay. Ich mache jetzt erst Teamplay. Das wollte ich gucken, ob der irgendwen umnieten kann. Ich könnte den ganzen Team noch Ruhm verleihen und noch irgendwen hier den Helferbonus. Ja komm, bei einem Boss kann ich so viele Buffs wie möglich gebrauchen. Der Regen, also das Verhüllen, das kommt nächste Runde dazu. Einfach ein Tackle, damit der jetzt nächste Runde tot ist. Ich finde es auch interessant, dass der Goblin-König als einziger eine andere Farbe hat. So. Jetzt zuallererst verhüllen. So, jetzt habe ich so viele Buffs, wie auch nur irgend möglich sind, drauf. Den Federsturm mache ich als zweites. Schade, habe gehofft, dass ich ihn auch schon damit umbringen könnte. Ich mache extra die Luftsichel. Ich hätte gerne Stufe 2, 1 Version davon. Die müsste ausreichen. Zack.
6 Treffer, dann kann ich jetzt den Federsturm machen und dem hier noch richtig wegrecken. Sogar mit richtig vielen Crits. Ich habe direkt beide umgebracht. So, du machst dann jetzt nur noch ein Schild, Dave. Nachdem du Sunny geheilt hast. Er hat bitter nötig. So, bitte einmal den Federsturm für die Combo. Hat der andere Schwächen? Nee. Ja, ich mach besser den Eisspeer. Der kann nämlich auch Bluten machen. Oh, der hat gleich Doppelbluten bekommen. So, Schild. Du sorgst für Verteidigung, Dave. Sunny sorgt für die Combo. Ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Entschuldigt, Leute. Und Sunny macht den Damage. Guck mal. Sein Leben nimmt rapide ab. Ich glaube, ich habe mehr als genügend Verteidigung gerade. 4 Schläge. Okay, das macht nicht den Schaden runter. Okay, du kriegst von mir 4 Schläge drauf. 5 Schläge. Entschuldigung. So, Federsturm. So macht's halt einfach mehr Sinn. So, und die Eisspeere. Der müsste nächste Runde tot sein. Ich bin gleich zurück. So, Leute, Entschuldigung, das war jemand aus der Familie. Der wollte mir unbedingt was mitteilen. Musste kurz husten. Jetzt können wir uns wieder den Goblin-König hier widmen. Der schon tot ist. Prima! 4 Sterne! Und sogar eine Krone! Zip hat ein Level-Up. Ein weiterer Champion besiegt. Ich hoffe, der Altwart wird jetzt friedlicher werden. Jetzt sollten wir zurück zu den Gefängniszellen im Festungsdungeon gehen. Schauen wir mal, welche Informationen sie aus dem Alchemisten herausholen konnten. Aber erst... Wusste ich doch, hier hinter ist eine Kiste. Sogar gleich 2 davon. Ein Umhang und Gold. Hier ist ein Schalter. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ah, der... Macht Erdobs. Du entzündest Fackeln. Macht Blitzobs. Kannst also vom Prinzip her dasselbe wie Psycho. Du kannst Fackeln machen. Und er hat toxische Hiebe. Okay. Goblins. Ein Kampf, den ich für euch überspringe. So, der Kampf ist geschafft. Auch Yannick hat ein weiteres Level-Up erreicht. So, was gebe ich ihm denn überhaupt? Nein. Bei dir machen wir mal Magie plus. Und Zip. Spore braucht jetzt nicht den Booster. Genau diese Nebenfähigkeiten sind es, die gut bei dir sind. Durch Verbrennung brauchen wir noch nicht. Komm hier, dass Schock auch Gift auslöst. Mir fällt noch ein, die Krone. Die kann ich hier doch vergeben, oder nicht? Verteidigung, Gesundheit und Mana.
Ich muss mal dringend gucken, dass ich diese Special Items hier mal verwende. Die Krone ist auf jeden Fall besser als das. Ich mach das offscreen, diese Mega-Sachen vergeben. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Wie komme ich denn da ran? Noch mehr Goblins. Wieder ein Kampf zum Überspringen. Ich zeige euch halt keine Kämpfe, die ihr schon kennt. So Leute, der Kampf ist mal wieder vorbei. Wieder haben zwei ein Level Up. Welche ich auch direkt ausnutze. Die Luftsicher, die muss nicht verbessert werden. Obwohl Windverbundenheit wäre schon praktisch, aber das dauert noch ein bisschen. In der Angriffsreihe gibt es offenbar auch etwas, womit man Rüstung umgehen kann. Das wäre auch ganz praktisch. Ich überlege gerade, was ich ihm gebe. Sven könnte ruhig eigentlich von Anfang an ein Schild gebrauchen. Mir fällt aber ein, ich wollte anfangs jetzt hier erstmal die ganzen Helferfähigkeiten ihm geben, damit er der ultimative Supporter ist. So, was geben wir Sunny? Crit-Chance. Crit-Chance für die ganze Gruppe, das klingt gut. Ich bin mir sicher, dass da in der linken Hälfte was ist, was man so einsammeln kann. Okay, dann kommt man hier oben raus. Und kommt hier an die Kiste. Krallen! Das ist, glaube ich, was für Sunny, oder? Ja, das ist eindeutig eigentlich was für Sunny. Obwohl, das Kunai könnt ihr noch mehr gebrauchen, weil der ist halt so ein halb-halb. Ach komm, für die XP, ich töte eben kurz die Goblins da unten. So, das ging relativ schnell. Ich habe wieder zwei Level-Ups. Skills, was geben wir Dave? Komm, dass die Feuerangriffe Verbrennung machen können, dann bringen wir die Feuerschläge auch was. So, Psycho. Machen wir mal, dass du generell mehr Schaden machst. Ich will jetzt noch gucken, was ist hier unten? Psycho, dein Job. Eine Kiste. Wir müssen ja hier noch den Rest eben erkunden. Weil das Gebiet ist nicht mehr so groß. Guckt. Da links, da könnte ich zwar noch runter. Ich gucke jetzt hier, wenn hier Sackgasse ist, dann gehe ich auch eben kurz schnell da links hin. Okay. So, na. Ich kann das endlich mal benutzen. Aber nur, solange ich ihn auch ausgerüstet habe. Okay. Ich weiß ja, dass ich fliegen muss. Dass so nah ist in diesen dunklen Räumen echt praktisch. Also dich behalte ich auf jeden Fall. Sofern ich keinen besseren finde. Okay, hier muss man von beiden Seiten arbeiten. Ich will halt erst das Gebiet abschließen. Und ich glaube, das Glühwürmchen da vorne hatten wir noch nicht. Komm, bekämpfen wir das mal. Der ist gegen Pflanze schwach. Na, endlich mal was anderes. Okay. Ich kann Schwänzen gerade bei diesem Kampf nicht gebrauchen. Wir nehmen noch Dave dazu. Erstmal hier leben. Hast du noch irgendeinen Booster für uns? Ja, komm, wir gönnen uns erstmal die Booster. Und dann versuche ich mal alle einzufrieren.
Hat nur bei einem funktioniert. Hochspannung. Okay, der kämpft mit Blitz. Dave hat schon was abbekommen. Ich meine, jetzt mit ihm Segen, weil er gerade nicht viel geholfen hat. Ich könnte natürlich Lebenswelle machen und einfach jede Runde heilen, ne? Aber das ist nicht der Sinn der Sache. So, ihr seid schwach gegen Seelenstrahl. Und ich habe gerade eben schon gemerkt, das Erdbeben ist eigentlich richtig stark. Vor allem, wenn der Helfer drauf hat, dann ist Erdbeben richtig krass. Weil man einfach jeden Gegner gefühlt dreimal treffen kann. Und dass die Kombo halt ultra stark hochhaut. So. Ich könnte noch mal einen Eissturm versuchen. Jawohl, der Flügel hat jetzt auch Frost. So, den Strahl mache ich als letztes. Erdbeben. So, einen von denen kann ich wegrecken. Ich mache den, der nicht den Debuff hat. Diese Solarstrahlen, die finde ich mega cool. Okay. Dave, Feuerschläge gleich auf den Nachtflügler. Das mache ich aber als letztes. Komm, dann schwäche ich das Vieh erstmal vor, damit das gleich weg ist. Der Seelenstrahl müsste es doch jetzt eigentlich wegrecken. Blattschnitzer ist erst nur stärker, also nützlich, wenn es stärker ist, wollte ich sagen. So, und jetzt die Feuerschläge. Ich habe hier sogar noch, dass es jetzt verbrennen kann. Natürlich haut der erstmal die Hälfte daneben. Ich kriege mehr Gehalt, als ich Schaden kriege. So, Eissperre. Seelenstrahl. Und Feuerschläge. Jetzt brauche ich einfach mit irgendwen nur angreifen. Ah, waren nur zwei Sterne. Also der Kampf lief echt nicht gut. Hier sind schon wieder die Glühwürmchen. Ich mache hier jetzt für heute Schluss. Wir machen dieses Gebiet noch fertig, bevor wir hier wieder zu dem Dungeon zurückkehren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!